Turnier von Top Tier Takeover. Köln, seid ihr bereit für den nächsten Schritt heute Abend oder was? Wir hatten auf jeden Fall schon eine richtig nice Cypher. Guckt sie euch an und einige der MCs, die in der Cypher waren, sind jetzt auch in diesem Battle mit dabei. Wir haben 8 hungrige MCs, die sich in einem reinen Freestyle-Battle-Turnier gegeneinander behaupten müssen. Immer 4 Takte auf dem Beat, von Runde zu Runde wird's länger. Es geht um 200 Euro im Bar, ein 200-Euro-Gutschein von DevShop und der zweite kriegt 2000 Sticker von Deine Stadt klebt. Kommen wir nun zu den MCs. Köln, ich will bitte einen Riesenlärm haben. Ihr kennt ihn alle, bekanntes Gesicht, MC Goiner heute Abend. Hat sich in der Cypher auch gezeigt, stabilen Text gekickt und ich bin gespannt auf seine Freestyles heute Abend im Battle. Der letzte Battlemania Champ heute im Turnier. Macht mal Lärm für Jolle! Didididit. Handys aus hier auf der Bühne. Auch in der Cypher gewesen und auch im letzten Turnier frische Leistung gezeigt. Macht mal bitte Lärm für Decepticon! Wen haben wir denn hier noch? Ja, auch ein mir bekanntes Gesicht. Was klappert da? Mein Handy ist nicht, ich habe Flugmodus, deswegen habe ich hier einen Livescore. Macht mal Lärm für Skiller heute Abend im Turnier Köln! Jungs, wirklich, auch alle, die jetzt hier auf der Bühne sitzen, ist gleich wichtig, wenn ihr das Handy nachher neben der Tasche habt. Macht Flugmodus an. Die Selfies werden nachher gemacht. So, kommen wir nun zum zweiten Teil der Liste. Ihr kennt ihn auch alle. Ich durfte mich ihm auch schon geschlagen geben bei einem Turnier in Berlin. Macht mal Lärm für Notice Köln! So. Die Bundesliga ist im Haus. Beziehungsweise die Battle Rap Bundesliga. Bitte macht mal Lärm für Merlin heute Abend im Turnier! So, dann fehlen noch 2 Namen, ne, wenn wir richtig gezählt haben. Ja, ihr kennt ihn alle. Alles komplett braucht er heute nicht. Er muss nur seine Freestyle-Künste zeigen. Ich bin sehr gespannt. Bitte macht mal Lärm für Drop Dynamic! Alter, so. Brutale Schüsse, Alter, wie bei G-Unit damals. Und der letzte MC, Titelverteidiger, hat sich im ersten Turnier als Gewinner durchgesetzt. Macht mal Lärm für Muro Köln! So, ich bin gespannt. Ich brauche mal hier eine Dame, die die erste Paarung zieht, bitte. Aus jedem einen, den ersten kannst du mir dann schon mal geben. Und dann machst du den zweiten auf. Erste Battle heute Abend, Skiller gegen Notice! So, Skiller, Mike Nummer 2, Notice, Mike Nummer 3. Also nochmal zur Erklärung, ja? Nochmal zur Erklärung. Erste Runde, es geht in jeder Runde um einen 4-Takte Schlagabtausch über den Beat. In der ersten Runde, Jungs, 2 Minuten. Wenn das Battle geil ist, werde ich nicht bei 2 Minuten 10 euch den Saft abdrehen. Also, ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Köln, seid ihr bereit oder was? Nein, 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 Köln. Ich habe gefragt, Köln, seid ihr bereit oder was? Wir müssen noch die Münze werfen, ganz wichtig. Ja, die Münze müssen wir noch werfen. Ja, Skiller, was sagst du? Zahn? 5 auf Notice! Er fängt an. Alle Hände hoch, wenn der Beat losgeht. Ah, okay. Ey, yo, ich komme rein, Leute denken, was geht ab? Es zu dem K heute am Start, ja. Du bist bisschen komisch, ominös. Mann, du frisst deine Popel, so wie Yogi Löw. Halt mal die Fresse, ey, du bist wack. Es ist no zu dem Tiss, ey, yo, ich dreh jetzt hier echt am Rad. Ey, yo, ich bin jetzt heute mit dem Mike, ey, yo, Skiller 199, war 98 nicht mehr frei. Ich bin wack, du bist ein wacker Rapper. Erst fick ich dein Leben, da
Mann, seine Schwester. Ja, Mann, ich bin heute hier der beste Rapper. Verpiss dich, Dicker, Mann, du bist nur ein schlechter MC. Ey, yo, halt die Klappe mal, Kleiner. Ich komm mit meiner Freundin Claire Deine und wir machen einen Dreier. Ah, was es geht. Ey, ich bin episch und jetzt lass mal besser das Helium weg. Mann, seine Freundin zu ficken ist ne Kleinigkeit. Wir machen Dreier und Uwe ist auch dabei. Ey, yo, wisst ihr, was ich meine? Das Handyvideo, ey, ich habe geile Reime. Ey, yo, ich weiß, ey, was der Spasti tut. Du läufst in Chemnitz rum und trägst einen Anglerhut. Ey, halt die Fresse grad, ich hab hier halt die besten Bars. Ja, du bist undercover noch hier bei dem LKA. Kick den raus, so wie nen Hacky-Sack. Was für Anglerhut, ich trag eine Yankee-Cap. Ey, yo, seht ihr, was ich mein? Und ich mach nen Trick, Digga, ich bin nice. Guck mal gerade, dieses Cypher ist geil. In eine Skinny-Jeans wie deine pass ich mit den Eiern nicht rein. Guck mal gerade, jetzt macht Notice hier Drama. Deine Mom gibt Blowjobs im Aftershow im Gloria-Theater. Quatsch mir nicht rein, was soll denn der Scheiß, Mann? Ich knock dich aus, geh nach Haus. Du bist einfach nur ein kleiner Spaß, weil du einfach auf der Bühne bist und keine Reime hast, ja. Ey, yo, ich komme und ich flow einfach krass, bin wie dein Tätowierer, denn in der Schule hast du die Noten verkackt. Ey, yo, und ich weiß, ich hau dich gerade, denn du siehst doch jetzt schon aus, so wie blau geschlagen. Pass mal auf, ey, ich kick dich raus. Digga, hier ist ein Strich, deine Mutter kennt sich damit aus. Yo, ey, yo, was für Noten? Sowas wie Notice gehört dem Gloria verboten. Ey, yo, ich weiß nach meinen Bars, da bist du sprachlos. Ey, du kannst meine Bars nicht checken, du brauchst den Barcode. Ey, yo, ich weiß, ey, dieser Stricher, der ist arm, wegen den Strichen auf dem Arm. Ey, yo, check dir, was ich sag. Ey, yo, Notice, ich kann auch so rappen. Bei deinem Gesicht denk ich immer an Rotkäppchen. Großmutter, warum hast du solche Ohren? Ich wurde halt als Hurensohn geboren. Du bist zwar schön. Ja, ja, ja. Du bist zwar schön, aber du hast blöde Reime. Ey, ja, wie nennt man das? Schöne Scheiße. Jetzt darf ich mich damit rumschlagen. Es ist einfach Notice, du darfst heute nicht ohne Grund blasen. Ey, yo, Mann, dich muss ich nicht kontern, Mann. Zero. Ist das dein Kontostand? Hä? Oder was ist da los, Mann? Du bist niemals mein Bro, ja? Ey, yo, ich weiß, dass ich hier das Freestyle perform. 199 dein Konto mit einem Minus davor. Ha! Ey, yo, ich bin einfach ein Monster. Wie willst du die tollen Bars von Notice kontern? Vorbei, Köln! Macht mal Applaus für dieses erste Battle! Die MCs geben sich Respekt. Pass auf, ganz wichtig jetzt bitte. Weil ihr entscheidet das. Ich brauche gleich vom Licht dann genug Licht im Publikum. Wir machen so eine Kombination aus Lärm und Händen und bitte keine Stimmenthaltung. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr knappes Battle, deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt. Angefangen hat Skiller. Wenn ihr dafür seid, Köln, dass Skiller ins Halbfinale einzieht, Köln, dann bitte jetzt Lärm und Hände. Köln, wenn ihr dafür seid, dass Notice gewonnen hat in diesem ersten Match, dann bitte jetzt Lärm und Hände für Notice. Es sieht eindeutig aus, Sieg für Skiller. Herzlich willkommen im Halbfinale. Kommen wir hier nun zum zweiten Match in der Vorrunde beim Freestyle-Battle-Turnier des heutigen Abends. Und wie ich gerade auch nochmal lernen musste, Skiller 199. Gegen Notice. Notice, bei dir habe ich persönlich natürlich auch hohe Erwartungen. Du hast mich auch mal aus einem Turnier geworfen, irgendwann bei RAM, glaube ich. Heute war aber nicht so der On-Fire-Notice am Start. Was war los? Die Sache ist, früher hatte ich regelmäßig Übungen. Da war hier jede Woche eine Cypher in Köln und da konnte ich oft abgehen. So. Seitdem das Underground abgerissen wurde, gibt's diesen Moment nicht mehr. Das DBT ist runter, also down gegangen, sagen wir mal. Und ich hatte nicht mehr die Routine, die ich immer hatte. Und hab bestimmt, keine Ahnung, seit 3-4 Monaten noch nicht mal richtig Sparring mit MCs gemacht. So. Hatte aber Bock, hatte Lust, so. War aber auch nicht wirklich warm im Counter-Game und keine Ahnung was so. Ich glaube, ich habe jetzt wieder ein bisschen Feuer gefangen, versuche mal wieder öfter zu den Freestyle-Battles zu kommen, weil es macht halt auch mega Spaß. Habe mich jetzt mehr mit Songs beschäftigt, dann ist man mehr in so diesem Writer-Film und keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ein bisschen eingerostet, würde ich sagen. Kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, das war damals bei mir auch so ein bisschen der Moment gegen dich. Also nicht, um deine Leistung da zu schmälern, aber ich war auch so ein bisschen, man muss da einfach immer regelmäßig dranbleiben. Regelmäßig dran scheinst du zu sein, weil du irgendwie freestyle-technisch auf jeden Fall heute in der ersten Runde geil überzeugt hast. Bevor du was zum Battle sagst, erklär uns das ganz kurz bitte mit deinem Namen, weil ich habe immer gedacht, du heißt nur Skiller. Ja, ist eigentlich
kam auch der Name Skiller, war auch eigentlich mein Name, aber es gab halt schon einen Skiller, der hatte halt aus Tschechien irgendwie, der hatte viel mehr Follower und die Leute haben mich gesucht und haben meine Videos, meine Sachen nicht gefunden und da musste ich mir was einfallen lassen und 199, ich bin 1992 geboren, 199. Deswegen Skiller 199. Ja. Okay, und Battle heute, hast du mehr von Notice erwartet oder was sagst du dazu? Notice ist halt eine Hausnummer, so. Ich meine, ich bin immer noch Fan und alles und Notice ist auch eine Riesenhausnummer für mich gewesen und seine Lines haben, die kamen, die haben irgendwie nicht so gezogen und dadurch hatte ich die Bühne, meine Lines zu bringen und hat auch dadurch, dass die Leute nicht gejubelt haben, kam ich auch nicht raus und konnte die Konter oder die Ideen, die ich zu Notice, zu dem Namen, zu dem Gesicht hatte, konnte ich bringen und konnte die gut delivern und das kam an. Dann warst du mit 199 heute einfach eine Hausnummer höher. Herzlich willkommen im Halbfinale.